Gelötet wurde gestern. Heutzutage werden zwei Rohre nämlich zusammen gepresst. Und wie man das richtig macht, das zeigen wir Ihnen in der heutigen Ausgabe von Werkzeug TV. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, Steffen Hausknecht von der Firma Rothenberger. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Sie haben uns die Romax 3000 mitgebracht. Da liegt sie vor uns. Was ist das Besondere an dem Werkzeug? Ja, die Romax 3000 ist eine elektrohydraulische Pressmaschine bis 110 mm. Sie sehen hier, wir haben hier eine schlanke, schmale Form. Das hat den Vorteil, dass Sie in Ecken und an schwer zugänglichen Stellen wunderbar leicht reinkommen. Ich sage immer, da wo mein Arm reinpasst, passt auch die Maschine rein. Und mit dieser Maschine kann ich verschiedene Rohrsysteme verbinden. Das Thema Sicherheit wird bei Rothenberger generell groß geschrieben, bei der Romax 3000 aber nochmal ganz besonders. Genau, wir haben eine sogenannte CFT-Technologie. Das bedeutet, dass wir über 20.000 Verpressungen ein und dieselbe Presskraft garantieren und die liegt bei 32 bis 34 Kilonewton. Okay, 22.000 kriegen wir heute nicht hin, aber wir können zumindest mal eine zeigen. Wir können das mal zeigen. Genau. Das heißt, einmal brauche ich natürlich die Maschine und entsprechend passend je Rohr eine sogenannte Pressbacke. Das Einsetzen ist sehr einfach, den Hebel 90 Grad nach oben. Ich setze die Pressbacke ein und das Ganze wieder schließen und schon kann das losgehen. Das ist auch nochmal eine Besonderheit beim Romax 3000. Die Verriegelung, die muss immer zu sein, sonst geht das gar nicht richtig. Genau. Wenn wir jetzt den Hebel nochmal zurücknehmen, sehen Sie, er blockiert im Prinzip die Pressbacke. Wie sieht das Ganze aus? Wenn ich jetzt hier eine Verbindung schaffen will, sehe ich schon, oh, es sitzt gar nicht richtig drin. Und sobald ich ein kleines bisschen rum bin, dann ist die auch verriegelt und es kann losgehen. Alles Weitere geschieht quasi automatisch. Automatisch. Das heißt, einfach nur auslösen. Und sobald die Maschine Kraft aufbaut, kann ich den Finger auch wegnehmen. Die Maschine läuft durch. Und wenn die Presskraft und die Verpressung, die Presskraft erreicht ist und die Verpressung fertig, fährt die Maschine automatisch entsprechend zurück. Das entlastet auch nochmal den Daumen. Das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit drauf gedrückt lassen. Ich kann den dann irgendwann loslassen. Sie können dann loslassen, presst von alleine. Presst von alleine, fährt zurück und ich weiß, ich bin fertig. Backe wieder öffnen, entsprechend das Ganze rausnehmen und schon ist das Rohr fest miteinander verbunden. Jetzt gibt es ja Stellen, wo ich Rohre zusammenpressen muss. Die sind ein bisschen verwinkelt. Genau. Aber wir haben schon vorhin gesagt, durch die schlanke Form ist das kein Problem. Wir haben es hier mal vorbereitet. Richtig. Das heißt, wenn wir die Maschine nehmen und ich möchte jetzt hier zum Beispiel die Verpressung machen, ist es sehr schwierig. Ich komme von oben nicht rein, ich komme von vorn nicht rein und durch diese schlanke, schmale Bauform kann ich hier die Maschine einsetzen, kann den Kopf mir passend drehen, dann die Backe öffnen und dann auslösen. Sie sehen, ich habe immer noch eine Hand frei. Ich kann mal das Rohr ausrichten und dann kann es schon losgehen. Und auch in dunklen Ecken ist kein Problem, denn wir haben eine LED-Leuchte vorne dran. Richtig, gut erkannt. Das heißt, wir können es ja nochmal entsprechend hinhalten. Und Sie sehen, die Pressstelle wird ausgeleuchtet. Ich sehe, dass am Rohr, dass nichts rausrutscht, wie die Verpressung abgelaufen ist und habe so nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Welche Größenbereiche deckt die Rohrmax ab? Die Romax deckt bis 110 mm systemabhängig ab von den Dimensionen. Als Beispiele, es gibt verschiedene Rohrsysteme, wir haben mal ein paar mitgebracht. Es gibt Pressbacken, da bis 54 mm oder die sogenannten Pressschlingen, sodass ich da wunderbar mitarbeiten kann. Wie lange hält der Akku? Der Akku hält bei 28 mm Edelstahlrohr, ca. 160 Verpressungen. Das heißt, umso kleiner, umso mehr. Wenn wir jetzt größer gehen, zum Beispiel 54 mm, dann liegen wir bei 90 Verpressungen, sodass ich ausreichend arbeiten kann. Also das kann man in einem Tag eigentlich gar nicht schaffen. Sollte es doch trotzdem Leute geben, die durchgängig pressen, dann kann man auch noch mit dem Strom weiter bedienen. Richtig. Optional kann man den Akku von der Maschine lösen und mit einem Netzteil verbinden, 5 Meter Kabel, sodass ich sofort weiterarbeiten kann. Ansonsten hat aber der Akku noch eine Sicherheit, dass er erkennt, ob die letzte Verpressung noch geschafft wird. Sollte ich den Knopf betätigen, merkt er die Maschine mit dem Akku, die Kraft reicht nicht mehr aus, dann fährt sie gar nicht erst los und dann weiß ich, hey, Akku laden und dann kann es losgehen. Also die Romax, die denkt sogar mit. Eine sehr einfach zu bedienende Maschine, kommt in alle Ecken rein. Das sind, glaube ich, die Vorteile. Vielen Dank, dass Sie uns die heute gezeigt haben, Herr Hausknecht. Und dann vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von Werkzeug TV wiedersehen. Bis dann.